Professor Eich würde das gar nicht gefallen. Was denn? Mit dem Fahrrad ins Pokémon Center zu brettern. Achibo. Guck mal, kann ich hier eben Noctu weghauen. Wegen... Okay. Mich wundert, dass ich noch nicht sowas gefunden habe wie Überreste oder so. Ja, also ich muss in diese eine, in das Restaurant. Aber ich will hier mal weiterfahren und gucken, was da ist. Hier, weil von der Brücke aus oben konnte ich ja so eine Wüstensache sehen. Und ich brauche ja noch einen Boden-Pokémon. Boden habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Bitte? Steins-Pokémon hast du doch. Ja, aber so Bodengift oder sowas abgefahren ist. Oder Psychoboden oder... Hoppala. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Was ist das denn für ein Runder? Ist ein Wollmer? Ein Wollmer, ja. Hat mir nie wieder Wald da reinkommen. Naja, vielleicht... Hat auch nur ein Fragezeichen gezeigt. Wahrscheinlich... von der Brücke gefallen oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. Hoppala. Boah, ist das eine große Fläche hier. Kaktus? Gott. Maracamba. Na, das ist so 200% Pflanze. Ja, und mit dem Fuß kickst du das. Sieht ja richtig witzig aus. Fußball. Platsch. Gigasauger, aua. Oh je. Aua. Dass du dich heilst. Boah, das dauert noch mit dem Level. Geschafft. Was denn? Alles gut. Hast du schon. Konter. Nee. Nee. Hier die eigentlich da oben. Hm? Pflanze. Das ist bestimmt neu, oder? Nee. Auch nicht. Nee. Ich glaube, 5. Generation. Oder ist das so aus? Ach Gott. Was ist das denn? Latino-Bär. Ich glaube. Was ist das? Ich glaube, das ist sogar schon klasse. Echt? Bretter gerade hier in das Haus da rein. Warum ist hier ein Haus? Ja. Sehe ich gerade, ich wusste gar nicht, dass es mehrere gibt. Ach, guck mal, hier kann ich Samenbomben holen. Flambo. Ja, Flottbälle sind ziemlich stark. Ja, gut. Ich habe kein Geld mehr. Oh, ich
bin arm. Ich glaube, ich kann nicht gut mit Geld umgehen. Aber es ist eine Vermutung. Und es ist weg. Ich habe kein Geld mehr. Aber. Meine Batterie. Ist auch noch. Geht in den Bach runter. What the fuck? Das ist auch nicht mehr so. Kommt aus der Generation. Okay. Für crazy Sachen. Kleiner Brocken. Matsche. Ist das Kikli? Oh lol. Ich hab's für Matsche gehalten. Was ist das denn für ein Dude? Guck mal, der hält sich die Pampers. Der hält sich die Pampers. Das ist ein Zubo-Keks. Nee, das ist ein Pampers-Halter. Guck mal, dem flutschen die Hosen runter. Der hält sich die Hosen. Der hält sich die Hosen. Der hält sich ernsthaft seine Hose. Der zieht seine Hose. Ich glaube, der hat schon. Der hat schon. Was sie meinen, ich aus die Kaka-Pipi. Ein Volltreffer. 44. Ja gut, darauf habe ich gar nicht geachtet. Pedo, du hältst aber nichts aus, ne? Ich flüchte. Er ist 44. Ja, Mann. Der hält sich einfach mal die Hosen. Das ist ja mal richtig witzig. Du wurdest gerade von einem Baby kalt gemacht. Das ist kein Baby. Der hat sich nur die Hosen gehalten. Also mit Encountern solltest du hier auf jeden Fall aufpassen. Mit was? Encountern. Also die Gegner. Glaube ich auch. Oh, schon wieder so ein Hosendude. Guck mal. Diet. Der hat sich garantiert in die Hosen gemacht. Komm ich denn da hoch jetzt? Viele von denen. Oh, ein Mogelbaum. Ist ja lustig. Mogelbaum. Okay, was ist das denn? Schon wieder so ein Hosendude. Ist ja lustig. Boah, fast mit der Spinne zusammengestoßen. Wie das hier blitzt. Haben wir den hier? Ja. Oh Gott. Lol, das Timmy Boy. Bin ich aber falsch? Wo ist denn hier lang? Ach so ein Timmy Boy. Okay, hier. Ja. Dicker Lauch. Wow. Ein dicker Lauch. Steine, Stange, dicker Lauch. Ich hasse Lauch. Bleh. Echt? Nee. Ich hole das immer aus meinem Essen raus. Das kannst du dann haben. Was ist das denn? Ein Schwert. Der ist hier abgefahren. Die sind hier wahrscheinlich alle sehr stark, ne? Ja. Oh mein Gott. Das sieht aus wie eine Drachenfestung. Ich wette, das ist eine Drachenarena. Alter, zu 100% ist das eine Drachenarena. Oh, du hast den Feuerhorn noch nicht. Are you kidding me? Are you kidding me? Ja gut, dann soll ich da halt noch nicht hin. Dann reise ich halt jetzt zum Questort. Du hast den Feuerorden noch nicht erreicht. Ja gut. Bitte? Du bist schwach. Ich hab kein Geld mehr. Weil hier. Du hast kein Watt. Oh. Willkommen, Restaurant Wellenflucht. Danke sehr. Hi.
Flüchte, solange du noch kannst. Oh, hey Otto, komm, lass uns deinen Sieg gebühren feiern. Ach was. Dich hat also auch eingeladen. Oh, ihr kennt euch? Na wunderbar, aber setzen wir uns doch erstmal. Kelden ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Delikaten. Da lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns, in diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens, Professor Magnolica? Ich hoffe doch bestens. Ich habe Ihre Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter dem Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolicas Forschung über die Wundsterne wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass das Dynamax-Phänomen ihr immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise abgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Ein Energiequellendetektor. Das sind die Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten, also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Ralaf-Partikeln Pokémon wieder maximieren werden könnte. Aber dass Professor Magnolica so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Sanir, du solltest dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Klossidi ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sanir Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie mein Drängen, Rose, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon, aber ich hatte doch noch gar keine Chance, mit Edwardo zu sprechen. Nun gut, so bedauerlich es auch ist. Es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Hoffentlich bezahlt er noch fürs Essen. Seufz. Ich weiß ja, dass ihr es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Dinge finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserorden erkämpft hast. Glückwunsch. Geld zu besiegen ist kein Kinderspiel. Hier, nimm als Belohnung diese TM. Du. Heimzahlung. Anwender einem Drachenverein besiegt Mitstreiter. Wurde in der Ferien genannt. Mitstreiter besiegt, steigt die Stärke. Okay. Ich bin nicht so gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Arena Challenger. Verstecken die da meine Entwicklung? Ab zur Scherzkammer. Das werden wir rausfinden, Flirny. Du hast jetzt den Pflanzenorden und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Cabo besiegen, den Leiter von Engine City. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arena-Leitung Cabo für dich. Er legt gerade nämlich in der Galamine 2 ein Sondertraining ein. Wenn Cabo nicht in seiner Station ist und in seinem Stadion ist, zieht uns fürs Erste nichts nach Engine City. Warum schauen wir nicht mal in der Galamine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Noch mehr Zubats. Ja, mal richtig geil. Muschelglocke. Richtig stark. Das sind deine Überreste. Ja, aber sowas vor. Oh. Item geben. Hast du früher auch immer Item und nicht Item gesagt? Keine Ahnung. Item? Mein Englisch relativ groß geworden. Verdammt. Denke ich schon, dass ich der Item gesagt habe. Verdammt. Was wollte ich ihm nochmal geben? Muschelglocke. Muschelglocke. Okay. Tja, jetzt hätte ich den Pido gebraucht. Der Wasserarena. Ja. Naja. Und für die Feuerarena ist er einfach mal nutzlos, ne? Holy moly. Ja, da fährst du ja Flanny. Nee, nein. Dafür habe ich doch, für Feuer ist Flanny doch auch tödlich. Nee, der wird auch sterben. Dafür habe ich Timmy Boy. Ach Quatsch.
will man nicht so haben. Aber Flani würde doch auch sterben. Der staunt einfach die ganzen Leute. Der staunt uns auf jeden Fall. Immer aufs Neue, wie wenig er lernt. Oh je, sorry. Du wärst überrascht, wie gut sich Flani anstellen würde. Ja, das glaube ich. So. Und jetzt einfach zu unserer Schneehöhle von über dann nicht gut. Ja. So, natürlich den auch schon wieder raus aus dem Team. Sollte ich ja doppelt so viel Geld kriegen. Sollte sich ja ziemlich lohnen. Lol. Weil. Knallharte Pokémon, okay. Oh je, ich lauf lieber. Was ist das denn? Blup. Was zur Hölle? Eine Reislaus. Klingt wie Reis aus. Ich glaube, daran ist es auch angelegt. Ach so. Ach, die stirbt ja schnell. Damit habe ich nicht gerechnet. Weggekickt. Sehr schnell gestorben. Blup. Okay. Also ist das Ding Wasser oder was? Okay. Ist hier denn ein Fluss oder wie? Was? Ey, der hält ja nix aus. Was ist das denn für ein kleiner? Den kriege ich so nicht gefangen. Wenn der direkt drauf geht, wenn man ihn nur böse anguckt. Okay. Süß, wie die Viecher hier sterben. Außerdem, jetzt kann ich natürlich mein Donner-Pokémon, was ich für die Wasserarena gebraucht hätte, richtig gut leveln. Ja, gut. So will ich das Pokémon-Spiel. Oh, Schmerbe. Das war ein bisschen gefährlich. Mehr aber kann, glaube ich, Bodenattacken. Das ist ziemlich gefährlich. Oh shit. Oh shit. Sehr gefährlich für mich. Kannst du auch mit deinem Zettel gehen? Bitte? Kannst du mit ihm auch gegen ihn nichts machen? Ich hoffe mal, dass unser Flappy Flapp das regelt. Leveln alle ziemlich krass. Das ist einfach volle Entwicklung, bevor du zum dritten Arena kommst. Was ist hier? Das ist ja ein gutes Zeichen. Naja. Oh lol. Schade, was ist das denn? Ach Gott. Clownschnecke mit Flügeln. Klingt das beschalenlos? Ja, aber eine schalenlose Schnecke. Verstehe ich zu schalenlos. Gibt's auch in der weiblichen. Oh Gott, war klar. Ich finde das echt so ein bisschen Stereotyp. Oh, nice! Also Nidoran, finde ich genauso Stereotyp.
So. Wasser. Ich will das aber gar nicht in meinem Team haben. Okay, ich muss mir eben eine. Ups! Batterie holen. Egal, kommt trotzdem nicht ins Team. Ich habe ja schon Wasserbodenvieh. Schutzschild. Bye bye. Ich geh gleich mal noch ein bisschen Obsidian farmen. Oh Gott, du schon wieder. Okay, mach das. Oma. Ja, es sieht aus wie eine Oma. Kämpfe gegen minderwertige Gegner, so meine also unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen, aber Schwächlinge wie dich in ihren Schrank zu weisen, ist irgendwie auch ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du, Schwächling? Ich fordere dich heraus, du Penner! Ich wurde von Liga-Präsidenten Rose persönlich auserwählt. Und dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Das ist so komisch, dass du ablehnen kannst. Ja. Ich weiß noch, wie ich früher bei Pokémon Smaragd bin ich zu irgendeiner City oder so gelaufen, musste vorher noch gegen meine Rivalen kämpfen, in so einer Wasserbrücke oder sowas. Mm. Und ich bin da auszusehen reingelaufen und der Typ hat mich fertig gemacht. Und nur weil ich nicht Nein sagen konnte. Ja, ja, da konnte man nie Nein sagen. Ja. Oh, Level 21, wie süß. Boah, ich weggesnackt. Ein paar Fortschritte hast du wohl gemacht, aber wirklich nur ein paar. Ich meine, ich greife mit dem gleichen Pokémon mit der gleichen Attacke an und der labert von Fortschritt. Genau. Molly Morba. So Hölle. Ich hätte jetzt Bock, das Äpfelchen zu werfen. Ich war Pokémon sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ne, Psycho waren schon immer schwach gegen, gegen Unlicht. Ja, aber Unlicht gab's ja zum Beispiel in der ersten Generation. Ja, 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 stimmt. Da war Abfall, der holt voll stark noch. Oh, die halten ja nix aus! Was mich nur wundert, ist, dass einfach jedes Psycho-Pokémon rosa-lila ist, irgendwie, habe ich das Gefühl. Bis auf dieses Grüne, was ich eigentlich für Pflanze gedacht hätte. Das, was du gehört hast. Ponita? Feuer? Ah, und zur Hölle, es ist pink. Und ein Einhorn. Ist auch fehl. Ja. Ich meinte Psycho. Tatsächlich, das ist so krass. Warum zur Hölle ist das Psycho? Weird. Nice, ich krieg doppelt so viel Geld. Ja. Ich krieg Kohle. 5500, nice. Die Hälfte habe ich schon wieder raus. Na schön, ich korrigiere. Ein Schwächling bist du nicht, dafür aber ein Schwachkopf. Zu glauben, dass Leere natürlich bestehen können, das ist rein noch Schwachsinn. Das ist schon einmal ein kleiner Trostpreis. Liga-Karte, okay. Wie nennen wir den Jungen? Bettis. Was meinst du? Den du gerade gezähmt hast? Was ist das denn? Eine Raubkatze? Nenn ihn Kitty Cat. Cat? I'm a Kitty Cat. Nein, dance, 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 dance. Cat? I'm a Kitty Cat. Nein, miau, 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 miau. Cat? Oh, okay. Gut, und du hast jetzt mal geflippt. Nein. Lappball. Cat? Ah, oh, okay, Cat.
In der Dance Dance Dance, in der Dance Dance Dance. Nein! Okay, ein Flottball ist für den Arsch, Mann. Nein, ich war ein Rubbler, ich hab mich verdrückt, ich wollte Ball werfen. No, 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 weh, du stirbst, weh, du stirbst, weh, du stirbst. Ja, gut. Kann es sein, dass ich ein bisschen overlevelt bin hier? Echt? Albern. Was ist das denn? What the fuck? Ein Plunschlick. Hast du jetzt noch einen Nightname? Das halt schon alle vergeben. Und ich kann mir eh keinen Namen merken. Wie hieß nochmal der eine Ninja-Typ? Ja. Der Flottball ist für den Arsch. Ich hab den das vierte Mal gedingst und das war einfach. Was machst du denn? Hier den Flottball werfen, wie du gesagt hast. Aber doch nicht viermal hintereinander. Nee, ich hab den jetzt bei vier Pokémon geflottet. Au. Ich weiß, dass du nur in der ersten Runde wirkst. Ja, ich hab den doch auch nur in der ersten Runde geworfen. Au. Oh je. Was ist das für ein Vieh? Ich kann nichts machen. Das hat alles keine Wirkung auf den. Das Pokémon wechseln. Ist wahrscheinlich Unlicht, ne? Nee, will ich nicht wissen. Das ist wie ein Flipflop. Oder Sandälchen, so ein tristes Sandälchen. Ich will da ungern meinen Fuß reinhalten. Nee, ich möchte bitte nicht deinen Fuß sehen. Das stimmt. Oh, der kriegt viel Schaden von Glut. Ich hab Angst, dass er halt jetzt stirbt. Oh je. Ich hab halt nur starke Attacken, Mann. Flirny. Aber der wird Unlicht sein. Oh no. Ich will auf keinen Fall Flirty nehmen. Vielleicht Timmy Boy. Nice, okay. Das ist sehr effektiv. Warte, Wasser ist sehr effektiv und Feuer ist sehr effektiv. Ist der am Boden oder was? Aber das macht keinen Sinn mit Feuer. Oh ne, wollte ich gar nicht werfen, den Flottball. Hoppala. Naja, wenn der jetzt fängt, ne? Dann ist er eben doch nicht in der Okinawa Mine. Lebensschuss ist halt im Boden. Oh je. Okay, jetzt fange ich ihn aber. Risiko, Risiko. Mhm. 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 Nice. Easy going. Flunschlick. Okay, mal schauen. Was ist der Dude? Bodenstahl? Ah. Aber Galarform steht da auch noch. Ja, es gibt einen Flunschlick, das ist Elektroboden. Ah. Aber ich finde das Design relativ interessant, weil es ist halt eine Bärenfalle. Ja. Und das ist witzig, weil in der Mitte ist ein kleiner Pokéball. Ja, ja, sehe ich schon. Spieler oder andere Spieler. Hm. Oh, danke für den Follow. Du, 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 du. Danke schön für den Follow. Di, di, di. Das habe ich jetzt von dem Pokémon zu verdanken, dem Sweetheart. Da,
Ich glaube, ich wechsle jetzt gleich mal den Akku aus von dem einen Ding. Oh, crazy shit passiert. Okay, dann bin ich gleich wieder da und ich will noch was zu trinken. Bis gleich. Kurze Getränkeunterbrechung. Holt ihr auch was oder so? Bis gleich. Nice.